Wenn mein Mann gestorben ist, war so ein Tag wie heute ein wunderschöner Herbsttag. Er war der Popstar der Politik und starb wie Falco, allein im Auto. Ist uns plötzlich der Atem abhanden gekommen und die Welt ist wirklich stillgestanden. Österreichs umstrittenster und zugleich markantester Politiker. Ein rechtspopulistischer Alleinunterhalter, ein Grenzgänger und Marathonmann. Ein Getriebener, der seiner Zeit weit voraus war. Ein Visionär. Eitel, provokant, hochintelligent. Der Einzige, der Jörg Haider stoppen konnte, war er selbst. Jörg Haider, sein Leben, sein Aufstieg. Nur auf OE24TV. Der Pfarrer wollte mich ursprünglich nicht taufen. Das erzählt Jörg Haider einmal. Damals, 1950, als er in Bad Gäusern zur Welt kommt, sind seine Eltern als minderbelastete Nazis eingestuft. Ein ideologisches Erbe, das den späteren FPÖ-Chef für immer prägen wird. Genauso wie die tiefe Loyalität zu Vater und Mutter. Die Kindheit im heimatlichen Oberösterreich durchlebt Haider durchwachsen. Seine Eltern, Dorothea und Robert Haider, sind glühende Nationalsozialisten der ersten Stunde und bleiben dem Gedankengut stets verbunden. Durch sie wird Haiders Weltbild mitgeprägt. Durch sie kommt er auch erstmals mit der Politik in Verbindung. Ist doch bereits sein Vater, FPÖ-Gemeindesekretär von Gmunden. Von den Ehemaligen hört der kleine Jörg viel. Am elterlichen Küchentisch wird politisiert. Die Gespräche über die NS-Zeit, über ihre Vorstellungen von Politik und Nation. Was er damals aufschnappt, manifestiert sich in seinem Geist. Immer wieder entgleiten ihm Skandalaussagen. Teils bringt er sie gezielt um der Aufregung willen, denn er provoziert gern. Dennoch spricht er ungern über seine Kindheit unter den dunklen Schatten einer noch dunkleren Vergangenheit. Schon zu Schulzeiten fällt Jörg Haider auf mit rhetorischem Talent. Er sucht die Konfrontation, liefert sich Rededuelle mit den Lehrern. Messerscharf kommen schon damals seine Antworten. Sein Intellekt formt sich mehr und mehr zu seiner stärksten Waffe. Gepaart mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit jagt er schon immer hinter seinen Zielen her. Ein Getriebener, der war und wird er Zeit seines Lebens immer bleiben. Als Kind ist Jörg Haider von pummeliger Statur. Der Perfektionist treibt sich voran, beginnt zum leidenschaftlichen Sportler zu werden und nimmt ab. Sein sportliches Auftreten bringt ihm als Politiker bis zu seinem Tod Jugend und Dynamik im Auftreten. Er läuft Marathon, sogar in New York. Schon damals gerät er so in den Fokus der internationalen Medien. Haider sticht heraus. Ein Politiker fernab von verrauchten Clubsesseln und trockener Langeweile. Jörg Haider ist zudem eitel und pflegt sein Aussehen mit Stolz. Also sicher war der Sport eine große Quelle der Kraft. Seine Chauffeure, Sie können nachfragen, waren oft verzweifelt, weil immer zwei oder drei Sporttaschen gepackt im Auto sein mussten. Und wenn zwischen den Terminen eine Stunde Zeit war, ist er gelaufen und sich dann irgendwo in einem Hotel umgezogen hat, um für den nächsten Termin fertig zu sein. Obwohl Jörg Haider in einem politisch-rechtsrechten Umfeld aufwächst, ist er begeistert von Bruno Kreisky. Als der legendäre rote Kanzler Bruno Kreisky Haider und seine FPÖ-Kollegen zu einem Gespräch ins Kanzleramt lädt, zeigt sich Haider begeistert. Noch viele Jahrzehnte später erzählt er mit leuchtenden Augen von dem Gespräch. Manche berichten sogar, dass er gefragt haben soll, warum nicht eigentlich er und seine Parteifreunde ebenfalls bei Kreisky sind. Er war einer, der klare politische Vorstellungen gehabt hat. Auf der einen Seite hat er sich wie Bruno Kreisky gefühlt, auf der anderen Seite war er aber derjenige, der den Radau geliebt hat. Er wollte Wirbel, er wollte Aufmerksamkeit und er wollte sich selbst immer ins rechte Licht rücken. Jörg Haider hat immer geglaubt, er ist Bruno Kreisky. Und er hat sich das nicht eingebildet, sondern er hat auch daran gearbeitet. Und Bruno Kreisky hat damals immer gesagt, in der Not frisst der Teufel fliegen. Trotz der Faszination, die Kreisky auf Haider ausübt, bleibt er den Freiheitlichen treu. Der Partei, dessen Entstehung er quasi mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Er baut den Ring freiheitlicher Studenten auf und zeigt politisches Talent und Überzeugungskraft. Damit fällt er schon damals auf. Jörg Haider will anführen. Er beobachtet aber auch Kreisky ganz genau. Er hat damals seine Sätze, dass ihm ein paar Millionen Schulden lieber als Arbeitslose seien. Haider versteht und fängt an, sich mit Sozialpolitik zu beschäftigen. Für Kärnten, vor allem für den Südkärntner Raum, ist das heute ein großer Tag, weil gerade in einer Zeit, wo weltweit von Konjunkturkrisen die Rede ist, wo die Finanzmärkte in Turbulenzen geraten sind, gibt es in Kärnten wieder große Investitionen in neue Arbeitsplätze. Das heißt, hier wird vor Ort ein neues, zweites Werk gebaut, wo das erste Mal europäische Unternehmen Bosch und Mahle miteinander
eine Produktion von Turboladern für die Autoindustrie machen werden, die bisher ja zum größten Teil von Amerika gekommen sind. Das heißt, Europa macht hier Tempo, um auch eigene Turbolader zu produzieren, und das wird also hier von Kärnten aus geschehen, weil wir einfach die besten Facharbeiter haben und die entsprechende Ausbildung unserer Lehrlinge so exzellent ist, dass sich die beiden Firmen da entschlossen haben, an diesem Standort die Investition zu machen. Das wird also über 400 Arbeitsplätze bedeuten und zeigt, dass Kärnten einfach als Investitionsstandort attraktiv ist. Jörg Haider hatte schon immer das Talent, Menschen zu begeistern. Und doch war er auch der Demagoge mit den zwei Gesichtern. Janusköpfig. Mitreißend hat er die Seinen um sich geschart, wurde verehrt von seinen Anhängern. Doch zeitgleich schürt er Emotionen, lässt Intrigen zu in seiner Partei und beobachtet lächelnd, wie sich Rivalen gegenseitig schwächen. Er ist ein Puppenspieler, der sie alle tanzen lässt, wie es ihm gefällt. Und wer ihm nicht mehr gefällt, wen er nicht mehr braucht, wer ihn enttäuscht, der muss gehen. Und wenn nicht freiwillig, dann mit Gewalt. So wie seinerzeit Mario Ferrari Brunnenfeld oder auch seine politische Ziehmutter Kriemhild Trattner. Wenn Jörg Haider nicht mehr konnte mit jemandem, dann hat er das klar gezeigt und natürlich auf eine extrem brachiale Art und Weise. Er hat offen ausgesprochen, dass ich mit dir nicht mehr zusammenarbeiten will. Aber er hat manchmal nicht den Mut gehabt, das im kleinen Kämmerlein zu machen, sondern er hat das über seinen Mann fürs Grobe, über Gernot Rumpold zum Beispiel, gespielt. Das war sicher eine Seite des Jörg Haiders, die nicht allzu schön war. Und deswegen liegen ja auf seinem Weg relativ viele politische Leichen, also von ehemaligen Wettbegleitern, die er hochgejatzt hat, aber dann, wenn er sie nicht mehr gebraucht hat, einfach fallen gelassen hat. Jörg Haider verfolgt seine Ziele. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wer nicht mit ihm ist, ist gegen ihn. Doch jahrzehntelang gibt es nur wenige innerhalb der Partei, die ihn kritisieren. Und wenn, nur so leise, dass es keiner hört. Von jeher hat der geniale Politstratege Rückenwind. Während der liberale Flügel der FPÖ rund um den damaligen Vizekanzler Norbert Steger an Macht verliert, gewinnt Haider an Zustimmung und plant mit der Unterstützung der rechten Hardliner den innerparteilichen Putsch und somit auch den Aufstieg des Populismus. Innsbruck 1986. Jörg Haider und weitere FPÖ-Mitglieder aus dem rechten Lager der Partei sind auf dem Weg zum Parteitag. Mit an Bord im Privatflieger sind natürlich Haiders Mann fürs Grobe, Gernot Rumpold, aber auch seine Frau Claudia. Die Gerüchteküche brodelt bereits. In Wien rechnet der damalige Koalitionspartner SPÖ mit dem Schlimmsten, einem Rechtsruck. Bundeskanzler Franz Vranitzky beobachtet seit langem argwöhnisch Haiders gefährliche Spiel mit NS-Codes. Skandalträchtig bis heute Haiders Antwort auf die Frage nach dem Holocaust. Wenn Sie so wollen, war es halt Massenmord. Als Jörg Haider beim Parteitag zum neuen Chef der Partei gewählt wird, kommt es zu weiteren moralischen Ausschreitungen. Im Rausch des Sieges tragen einige Blaue an diesem legendären Parteitag NS-Devotionalien. Andere, und das sollte von Berlin bis Peking am nächsten Tag in den Zeitungen stehen, rufen Sieg Haider. Hier beginnt eine neue Aufstiegsära des Populismus. Von jetzt an wird Jörg Haider zum Sinnbild einer restriktiven Ausländerpolitik. Er streift die letzten Funken von Liberalismus ab, hält Schmähreden gegen die Systemparteien SPÖ und ÖVP. Er attackiert das Proporzsystem und den morschen Staatsapparat. Und er beginnt erstmals Ausländer und Arbeitslose aufzurechnen. Es sind nicht immer die Besten, die als Erste von zu Hause fortgehen. Ja, wenn sie Flüchtlinge sind, dann erwarte ich ja, dass die Flüchtlinge irgendwann wieder einmal nach Hause gehen. Die eigenen Leute arbeitslos zu machen und die billigen auch. Mörder haben hier nichts verloren. Mörder unserer Kinder haben hier in Österreich nichts verloren. Das ist eine Riesenschweinerei, wie da in diesem Lande die Einwanderungspolitik praktiziert wird. Wir akzeptieren jeden, der hier Arbeit und Wohnung findet. Aber wir akzeptieren diese Vorgangsweise nicht, weil sie letztlich auch zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko für unsere Menschen führt. Und das ist das, worüber man nachdenken muss. Und das ist das, warum ich auch den Herrn Buzek nicht verstehe, wenn er sagt, ja, wenn das Boot voll ist, dann müssen wir Österreicher dafür Platz machen. Ja, was heißt denn das? Dann sollen wir ins kalte Wasser springen, damit ein paar Ausländer zusteigen können. Das ist nicht sehr inländerfreundlich, würde ich sagen. Wobei man beim Buzek Verständnis haben muss. Denn jemand, der wie er so viele Verwandte in der Tschechoslowakei hat, der will natürlich alle herüberholen, damit sie an Bord gehen können und auch mitmachen können. Damals schockierte er noch viele in SPÖ und ÖVP sowie weiten Teilen der Gesellschaft. Doch heute sprechen seine Anhänger von Weitblick. Ein politischer Visionär, der schon damals die Bedürfnisse der Zukunft erkannt haben will.
das, was mich mit Genugtuung erfüllt, ist, dass sehr viele politische Forderungen, aber auch seine politische Analyse, die er 34 Jahre seines politischen Lebens getroffen hat, für die er auch kritisiert worden ist, für die er auch angefeindet worden ist, aber für die er auch geliebt worden ist, heute State of the Art in der politischen Auseinandersetzung ist. Ich erinnere an das Volksbegehren Österreich zuerst aus dem Jahr 1992. Alle 12 Punkte dieses Volksbegehrens sind heute Bestandteil einer österreichischen, ja sogar darüber hinaus einer europäischen Gesetzgebung. Ich erinnere an die von ihm so intensiv über Jahre und Jahrzehnte geforderte Zusammenlegung der Sozialversicherungen. Das wird jetzt Realität. Ein Leibthema Jörg Haiders, das er sich Zeit seines Lebens gewidmet hat. Das heißt, der Mensch Jörg Haider ist in dieser schrecklichen Nacht des 10. auf den 11. Oktober zwar verstorben, aber seine Ideen, seine Visionen, aber auch seine Warnungen sind heute gegenwärtiger denn je. Zumindest hat er erkannt, was seine Wähler hören wollen. Harte Parolen und Schuldzuweisungen. Haider findet den Sündenbock für alles Übel in der Gesellschaft, bei der Regierung und den Ausländern. Er tingelt von Wahlkampfveranstaltung zu Wahlkampfveranstaltung und brüllt ins Publikum. Brauchen wir bei 140.000 Arbeitslosen 180.000 Ausländer im Land? Und es kann nicht so sein, meine lieben Freunde, dass wir in Österreich einen Weg gehen, wo die fleißigen und tüchtigen Leute immer mehr Steuern und Abgaben bezahlen müssen, damit sich auf der anderen Seite ein paar Faulenzer in der Hängematte des Sozialstaates gemütlich einrichten können und von den Fleißigen noch miterhalten werden müssen. Und wer das nicht will, der muss mit uns Freiheitlichen diesen Weg der inneren Reform gehen. Weil sonst können wir es weiterspielen, so wie es jetzt gespielt wird. Dass man hergeht und sagt, ja, und dann tun wir halt jedes Jahr 30.000 bis 40.000 noch Osteuropäer bei uns aufnehmen und als Ausländer einbürgern bei uns, damit wir Leute haben, die die Arbeit machen, wie das der Herr Löschnack, der Herr Innenminister, formuliert hat. Ich glaube, das weiß ja jeder, dass das ein Unsinn ist. Denn im Grunde genommen muss man da wissen, dass wir in Österreich derzeit 183.000 Arbeitslose haben. Und dass wir in Österreich 200.000 Wohnungssuchende haben. Ja, da werden wir doch nicht aus dem Ausland Leute einholen, die auch eine Wohnung, die auch einen Arbeitsplatz brauchen. Sondern werden wir zuerst einmal schauen, dass unsere Österreicher Arbeit haben, dass unsere Österreicher alle beschäftigt werden können und dass unsere Österreicher alle eine Wohnung haben, bevor wir in Konkurrenz zu ausländischen Ankömmlingen treten, die dann das besetzen wollen, was eigentlich die Österreicher mitgearbeitet haben. Seine Strategie geht auf. Das Erfolgsrezept der FPÖ ist gefunden. Zunehmend wächst die Partei in der Gunst der Wähler. Als Haider die FPÖ übernimmt, liegt sie in Umfragen bei 2%. Bei der anschließenden Nationalratswahl wenige Wochen darauf erreicht er bereits 9,7% und verdoppelt damit beinahe das letzte Wahlergebnis seiner Partei. Haider greift auf sein Erfolgsrezept zurück, wann immer er kann. Als das ehemalige Jugoslawien zerfällt, treibt der blutige Krieg hunderttausende Menschen in die Flucht. Viele finden in Österreich Unterschlupf und Haider erkennt mit diabolischer Treffsicherheit den wunden Punkt in der Gesellschaft. Den Zuwanderer als Feind, das Fremde als Bedrohung der Heimat. Bei jeder Gelegenheit trommelt er gegen Flüchtlinge. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Er treibt die rot-schwarze Regierung vor sich her, fordert eine Aufstockung der Exekutive und eine bessere Erfassung von illegalen Einwanderern. Er wirft wild mit Zahlen um sich. Die rot-schwarze Koalition erlässt schärfere Zuwanderungsgesetze. Aber Haiders Worte sind stärker. Er bereitet in Österreich zuerst Volksbegehren vor. Allgemein wird es als Anti-Ausländer-Volksbegehren gewertet. Seine damaligen Begleiter sind sein ehemaliger Sekretär Peter Westenthaler und der spätere blaue Minister Herbert Scheidner. Die FPÖ tingelt mit dem Wort der Überfremdung durch das Land. Viele der damals noch als untragbar gewerteten Forderungen des Volksbegehrens werden später Regierungsprogramm werden. Der Aufschrei in der Bevölkerung ist groß. Über 300.000 Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen Parteien jenseits der FPÖ gehen gemeinsam auf die Straße. Am Heldenplatz mobilisieren sie vereint gegen das Volksbegehren. Schlussendlich unterschreiben nur 7% der Bevölkerung. Wenn ich mir ansehe, damals hatten wir noch nicht die Probleme, die wir heute haben. Mhm. Und heute, wenn ich jetzt vor wenigen Tagen gelesen habe, die SPÖ übernimmt einen Slogan, Integration vor Neuzuwanderung, mhm, den der Jörg Haider und wir damals im Jahr 1991 oder 92 kreiert haben, der mit ein Anlass für die Gründung des Liberalen Forums gewesen ist, der ein Anlass gewesen ist für das Lichtermeer und diese Polarisierung. Gegen und die, euch, muss natürlich man dazu die Gegner, sagen, ja? Dagegen, ja, weil man gesagt hat, das ist unmenschlich, was auch immer.
dann sage ich wirklich, er hat leider recht gehabt damals, und hätte man damals auf diese Punkte gehört und es umgesetzt, dann hätten wir uns manche Probleme erspart. Er hat leider recht gehabt mit seiner teilweise extrem populistisch vorgetragenen Forderung, keine Zuwanderung mehr. Ne? Integration von Neuzuwanderung. Ja, das war genau das. Keine Zuwanderung. Nein, wir haben immer gesagt, also das weiß ich nur immer auswendig, weil ich es geschrieben habe, ja, damals dieses Programm. Zwischen dem, was geschrieben habt, und zwischen dem, was dann in den Bierzelten verbreitet habt, war ein bisschen ein Unterschied. Ja, Herr Fellner, aber trotzdem hat uns vielleicht auch eines ausgemacht, und dass wir glaubwürdig gewesen sind, weil wir das auch gemeint haben, was wir da gesagt haben. Ja. Und gerade ich war damals ja, meine Bezirksgruppe war in Rudolfsheim 5 Haus, also der Bezirk damals schon mit großen Problemen. Und wir haben nicht gesagt, keine Zuwanderung, sondern wir haben gesagt, Zuwanderung nur, soweit sie verkraftbar ist. Mhm. Wohnungen hat, Schulplätze und so weiter. Da wird halt jeder sagen, das ist selbstverständlich. Mhm. Damals war der Anlass für eine doch ziemlich polarisierende Kampagne gegen die FPÖ und gegen den Jörg Haider. Doch Jörg Haider gibt nicht auf. Wo er kann, bietet er der Regierung Widerstand. So auch bei der Volksabstimmung über den EU-Beitritt von Österreich. Die FPÖ startet eine aggressive Kampagne. Haider malt Schreckszenarien an die Wand. Ich habe mir da etwas mitgenommen. Das ist eine Joghurtproduktion, eine Joghurtmilch aus spanischer Produktion. Da sind Erdbeeren drauf, da sind aber keine Erdbeeren drinnen. Der Inhalt ist nicht Erdbeeren, sondern der Inhalt sind halt Schildläuse, die also den Erdbeergeschmack bewirken. Die FPÖ war ja eigentlich eine der ersten Parteien, die für einen EWR-Beitritt war. Also damals die Wirtschaftsunion, die Vorläufersache der EU. Da war auch der Haider noch dafür, hat aber ziemlich schnell gespürt, dass die Stimmung vielleicht in genau seinen Wählerkreisen kippt und ist dann zum erbittertsten Gegner der EU geworden. Da war natürlich sehr viel Kalkül dabei. Es hat ja gestimmt, er konnte in gewissen Kreisen, also durchaus auch ehemalige SPÖ-Wähler mit dieser doch vehementen EU-Kritik ansprechen. Und er war natürlich auch sehr schnell davor zu warnen, dass durch die Osterweiterung sehr viele zusätzliche Ausländer ins Land kommen würden. Also es hat schon alles zu der Linie gepasst. Die Volksabstimmung 1994, die du angesprochen hast, war aber durchaus auch eigentlich die erste Niederlage von Jörg Haider, weil er hat sich da extrem in die ganze Schlacht gehaut, hat wieder einmal überzogen, hat von Blutschokolade, die kommen werde durch den EU-Beitritt, und Schildläuse im Joghurt geredet. Und das war den Leuten dann doch zu viel. Und wir wissen ja, die überwiegende Mehrheit, nämlich 2/3, haben dann für den EU-Beitritt gestimmt. Er blieb trotzdem sehr lange kritisch und hat sich ja dann immer wieder neu erfunden. Und nachdem er zuerst seine Nähe zu arabischen Despoten gefunden und gesucht hatte, hat er dann auch nachher plötzlich für einen EU-Beitritt der Türkei geredet. Und das war natürlich mehr als beachtlich. Die Volksabstimmung am 12. Juni 1994 wird allerdings eine erneut herbe Niederlage für Haider und die FPÖ. 66,6% sagen Ja zum EU-Beitritt. Ein klarer Sieg der Regierungsparteien und die nächste Schramme für die FPÖ. Doch Niederlagen scheinen Haider anzuspornen. Seine Ausdauer ist scheinbar unbegrenzt. Kurz vor der Nationalratswahl im Dezember 1995 bringt das deutsche Fernsehen eine schaurige Szene aus Krumpendorf. Dort, im Gemeindesaal in Kärnten, lobt Jörg Haider auf einem geheim gefilmten Videoausschnitt die Waffen-SS. Es ist gut, dass es in dieser Welt einfach noch anständige Menschen gibt, die einen Charakter haben, die auch bei größtem Gegenwind zu ihrer Überzeugung stehen und ihrer Überzeugung bis heute treu geblieben sind. Dass Haider das vor Veteranen der Waffen-SS sagte, erschüttert nicht nur Österreich. Sogar die New York Times bringt die Sätze auf ihrer Titelseite. Und erstmals verliert die FPÖ. Denn Haider hat überzogen und ist sich wieder einmal selbst im Weg gestanden.